Moin zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die zusammen mit dem Cookie. Hallöchen. So, wir haben immer noch Tag 17. Oh, wir sind immer noch im Schneebiom und wir haben ordentlich Fleisch. Ich glaube, es sind 3 Stacks, hattest du gesagt? Drei Stacks und ich glaube 19 waren es. Ja, gut. Das ist schon mal nice. Ich glaube, es sind immer 125er, ne? Also 250, davon ist noch ein. Ja, da ist noch einer. Berg Löwe. So, alle waren ab und ich muss durchladen. Oh, ja, Moment. So. Oh ja. Ich bin auch schon fast so gut wie auf null mit Munition, also viel mehr kann ich mir hier nicht mehr leisten. Hat er dich nicht einmal erwischt gerade? Kann sein. Warum habe ich eigentlich keine Wrench dabei? Warum nicht nochmal eine Wrench mitnehmen? Weil wenn, dann macht er nicht viel Schaden. Hat dich gar nicht bewegt dabei. Warte, ich guck mal. Mich hat er nicht erwischt. Oh ja, krass. Er ist noch rechtzeitig vorher noch gefallen. Mhm. Hier ist noch eine Batterie drin, zerlege ich mal. Nehme ich mit. Ja. Zerlegen ja, quasi. So. Ja, die habe ich jetzt drin gelassen. Heißen Gas können wir höchstens mal gucken, ob hier vielleicht noch ein Motor irgendwo rumschwirrt. Ja. Ich bin jetzt auf Motorebene. Und ich habe keinen Motor bekommen. Nee. So, ach, da unten. Ich bin auf dem Weg. Da hinten ist noch ein Berglöwe. Gegenüber direkt. Ja, wie gesagt, ich habe kaum noch Munition. Also. Nur, ich kann ja mal probieren. Ja, gut, alleine kriegt man ja auch in. Oh, das ging. Er hat mich einmal erwischt. Das ist mein Berglöwe. Geh weg, Zombie. Na, Mädels. Wollt ihr? Das geht ab. Abflug. Ha. So, komm her. Na komm, Mädels. So, ich muss bald mal wieder tanken. Ich habe sonst noch Benzin dabei. Ja, habe ich auch immer. So ein Notkanister, sage ich. Ja. Ist alles dran. Perfekt. Bist du schon durch? Nee, ne? Nö, noch nicht ganz. Ich guck noch. Du noch nach den leckeren Sachen. Ah, ich sehe noch schon was. So, jetzt mal sehen. Komm, Glück jetzt. Aber richtig Glück. Ah, oh, super. Ah, da war ich schon. Den hier zerlege ich auch mal, den Wagen. Jo. Oh, haben wir hier noch was drin? Blei jetzt nochmal. West Coast Customs. Oh, wen haben wir da denn? Ach. Ja. Und meine Chemical noch um die Ecke. Oh, Schießpulver ist noch dran. Da haben wir noch mal Schießpulver. Dann hält die hier überhaupt noch. Und das war's. Nee. Oh, Kriegsgeier. Na komm ran, du Drecksgeier. Weißt du, du bist auch. Komm, du Vieh. Komm, du feige Sau. Wo kommst du denn her? Oh. Ach, scheiße. Tui. Nee, auch diesmal wieder kein Motor mit dabei. Pipes scrap ich. Habe ich sonst irgendwas, was ich scrappen kann? Ah, hier die Dose. So, schade. Ach hier, du bist hier drin. Ah ja. Oh. Schon überladen, wie kann das denn sein? Sauerei. So mal ab.
So, was war das denn für ein Mod? Das kann man zerlegen. Schaden gegen Stein, okay. Ich brauch nichts gerade dabei. Ich kann aber mal gerade. Stimmt, ich kann jetzt mal aufladen. Ach, aufladen, auftanken. Ist ja kein E-Bike. Ja, aber wozu E-Bike? Ich muss noch ein bisschen was wegschmeißen hier. Hast du irgendwas dabei, was du unbedingt behalten willst? Was raus müsste? Ich habe jetzt nur Schimmelfleisch und den Rest packe ich noch ein bisschen ins Bike, weil ich, das ist eh leer. Ja. So. Na, ich hasse es. Da freue ich mich, gleich zu kochen. Und los geht's. So, wo müssen wir denn hin? Ja, in die Richtung. Geht Osten. Poppen Pilz, ja. Ja, nö. Poppen Pilz, ne, kommen wir ja später. Nehmen wir mal gerade die Vogelnester hier noch mit. Da haben wir nämlich auch wieder ein Ei drin. So, ich mal schön nach Hause. Bisschen ausschmüllen. Dann lassen wir wieder schön satt Fleisch. Das ist doch immer das Schönste, wieder ausmüllen. Ja. Oh, hier ist noch ein Berglöwe. Und ich hänge fest mit dem Bike, das ist nicht gar nicht so gut. Aber zum Glück sieht er mich noch nicht. Aha. Ich finde gerade echt viele Eier hier. Also wenn du noch einen Berglöwen willst, hier vorne ist auf der Ecke noch einer in meine Richtung. Alles, was ich sehe und sich bewegt, nehme ich mit. Also auf dem Weg zu mir ist ein Berglöwe hier bei diesen kleinen. Ja. Hügeln. Muss allerdings aufpassen, da kannst du mit dem Minibike ganz schnell reinfallen. So, ich kann mich nur gerade vor Vogelnestern nicht retten, hier auf dem Weg hier hoch. Ja, schon, da waren einige. Na komm schon. Ja. Oh, falsche Tasse. Super. Komme ich denn da hin am besten zu dir? Du bist wahrscheinlich links rum. Nö, ich bin mittendurch. Achso, einfach. Ja, ja. Einfach durch. Ja. Und links von dir ist eigentlich der Berglöwe in die Richtung, wo ich gucke, da oben. Also hier oben so nehmen. Hä? Wieso hat denn der nicht durchgeladen? Muss er irgendwo sein. Eben war er hier auf der Ecke. Ich hab den hier nicht gesehen. Vielleicht ist er da hinten rüber, wo ich gerade herkam. Das kann sein. Der war hier auf der Ecke. Ich glaube nämlich, dass ich da was gehört hatte. Ich sehe den auch gerade nicht mehr. Der überfällt gleich uns. Das ist gut möglich. Würde ich irgendwie cool finden, wenn die eben so eine, dass sie mehr so auf Jagd gehen würden. Das würde ich schon ganz geil finden. So mit Fernlesen und so? Ja. Oder über so ein Skill dann. Ach so. Fände ich nicht verkehrt. Ach, hier unten. Ich glaube, da ist er. Ja. Nee. Doch, hier unten bei mir ist er. Geradezu. Richtung Südwest. Süd. Ach so, da. Ah, hier. Ja. Jo. Jo. Oh, einen Schuss habe ich noch. Der Gnadenschuss für einen selber. Ja, genau. Der kann ich auch nicht mehr liefern. War's auch. Egal. Und der hier kullert immer weiter runter. So, jetzt habe ich Hunger und Durst. Naja, wir sind jetzt wieder auf dem Heimweg. Hm? Ich habe fast 4 Stacks Fleisch. Wow. Was siehst du? Ein kleiner Tagesausflug, mal eben. Zack. Fleisch für 2 Abende. Naja, so wie wir fressen müssen auf jeden Fall.
Ich hoffe, dass die Farm nochmal fertig geworden ist. Dann kann ich da direkt mal ernten und vielleicht noch ein paar Eintöpfe machen. Ja, dann werde ich mal gleich sehen, dass ich noch ein bisschen Zement gemacht kriege. Mhm. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir dann direkt gleich mit den Blöcken bauen oder ob wir uns diese anderen Blöcke erstmal machen, diese, ich weiß nicht, anderen noch, bin ich jetzt nicht drauf. Cobblestone oder so? Also ja, was früher mal Cobblestone gewesen ist, ja. Genau, ja. Ja, also ich vielleicht erstmal damit bauen. Mhm. Und dann, Herr, ist zwar ein bisschen blöde, aber ich glaube, das ist jetzt mal fürs Erste zu bauen ein bisschen günstiger, als wenn wir jetzt da die ganzen Eisenblöcke machen wollen würden. Das stimmt, ja. So viel Eisen haben wir, glaube ich, nicht. Nee. Ich glaube auch nicht. Mein Eisen war relativ okay. Würde ich mal sagen. Ein Wacken. Wie gesagt. Nun gut. Das sind wir ja wieder. Home Sweet Home. Kleiner Sprung und einmal anhalten hier, komm, so. Genau. Na gut, Eisen haben wir 10.000, das ist schon gar nicht so verkehrt. Das ist, ja. Ein bisschen Eisen reinschmeißen. Wieder ein paar Frames dabei, wahrscheinlich nicht. Können wir wegbringen? Ja. Hallo? Natürlich, das reicht gerade so nicht. Ich hab doch gerade irgendwas gesehen, was ich hier. Tja, und da sehe ich noch Eisen. Da ist noch Eisen. Ja. Da ist noch. Ja, gut, Eisen. Kann man schon ein bisschen was machen. So. Ja, so. Ich klemm mich mal gerade. Tausender haben wir auf jeden Fall. Mhm. Aber ist halt die Frage. Es ist auch die Frage. Wir wollten ja eigentlich eben halt so eine Art Spießrutenlauf für Zombies bauen. Genau. Ah, ich bin trotzdem noch überlegen, ob wir das, machen wir das mit Beton oder machen wir das erstmal mit diesen Cobblestones und werten dann auf. Gut, das würde halt mehr XP geben, ne, im Endeffekt. Was wir ja auch nicht, was wir auch brauchen. Ja, gut, das ist richtig. Ja, machen wir vielleicht erstmal Cobblestone. Steine und so. Ich nehme mir hier mal, nee, das ist falsch. Ich nehme hier mal die hier raus. Da unten. Ach, hier haben wir auch nochmal für den. Da heißen jetzt noch Steinplattenblöcke, so heißen die. Oh Gott. Stein. So viel Zeugs. Ja, mach mal da rein. So, ja. Mhm, ich habe noch ein bisschen Eisen. Auch noch. Kommt rüber. Und noch ordentlich Zement. Hier haben wir noch ordentlich Sand. Erstmal ein bisschen Zement hier. Dann Mischung. So, hast du hier unten Eisen? Und dann mache ich hier eine Werkbank. Mache ich doch Gau. Eisen habe ich mal oben reingetan. Ja, kannst du. Achso, die Schmiede geht das ja nicht mehr. Nee, stimmt, das ist alles voll schon wieder. Ja, Stein. Haben wir irgendwo Stein drin? Dann tue ich da mal noch meine Hälfte drauf. Ja, ich verarbeite die gerade. Achso, ja, hier, dann gebe ich. Oh, die ganzen Pilze sind fertig. Hey, da sind wir wieder Farben. So. Nun, haben wir das? Haben wir das? Achso, das war zum Verkauf. Nein, das war zum Verkauf. Das tue ich da rein. Das ist noch ein bisschen Essen, Munition, Öl und jo. Den haben wir noch. Knarre weiß ich nicht. Also die Knarre ist halt nice. Aber ich habe halt eine 4er Range. Ob sich das überhaupt lohnt. Musst du von den Werten her gucken. Das kann ich natürlich so nicht sagen. Das muss ich gleich mal machen. Achso, du bist unten. Munition. Ja. So. Ja, ich brauche gerade ein bisschen was. Gleich wird dann auch schön frisch gekocht. Hast du hier irgendwo noch Schnee drin, oder? Okay, ist Schnee drin. Dann packen wir hier mal Schnee rein. So, Schnee. Was ist das? Ich glaube, da
Nee, die habe ich hier. Ach komm, ich tue die mit hier rein. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz. Wo haben wir denn die. Da. Nee. Die ist, in allen Punkten ist die, der Schraubenschlüssel besser. Ja, ist doch gut. Dann leg ich, kannst du mir die ja geben. Achso, der ist aber Stufe 1, ne? Ich weiß nicht, ob hier vielleicht, hier liegt vielleicht noch einer rum. Ist eine bessere, eine bessere Branch oder so, weil ich weiß nicht, warum ich keine Branch dabei habe, also. Hast du die vielleicht weggelegt? Hier ist noch eine 4er Branch, ist noch hier, das kann sein, ja, dass ich die vielleicht mal hier gelassen habe. Hier ist auch eine 2er. Ich tue mal die Knarre, tue ich mit da rein. Ich erfreue mich jetzt mal hier über die ganzen Pilze. Achso, der ganze Schmodder zum Verkaufen. Achso. Ja, auch schon. Wir sind auch gut auf dem Weg, hier unsere 60.000 Jetons zusammen zu haben. Also, das ist. Wenn wir jetzt den ganzen Stuff noch verkaufen, den wir da so drin haben, also. Dann haben wir mal eben 60.000 Jetons. Vielleicht mache ich das noch fix. Ich gehe nochmal schnell runter. So, Garten. Ihr seid hoffentlich auch gewachsen, oder? Na, das sieht nicht so gut aus. Ich muss noch ein bisschen ausheben. Da muss noch ein bisschen mehr, aber. Nee, ist alles im Anbau. Oh, schade. Pilze, habe ich 75 bekommen. Was ist denn unsere Health-Kiste? Direkt neben der Essenskiste. Ungefähr in der Mitte. Naja, unten in der Mitte ist die untere. Ja. Das untere Drittel. Jo, Schießpulver. Können wir die Ach, mit reinschmeißen? Mann, ich nehme hier immer die Frames mit. Was ist denn heute los? Das können wir reinschmeißen. So, ich guck mal, was die Küche hier gibt. Hier ist auch noch ein bisschen Essen drin. Schmackhaft. Ja. So. Danke. Ja, ich weiß nicht, ob wir da so viel von hatten. Ich guck erstmal hier. Ah, wir brauchen Kartoffeln und Mais. Wofür brauchte ich denn Pilze? Ach, das war dann hier der, ne? Gemüseeintopf, genau. Kartoffeln und Mais und was weiß ich nicht alles. So. Ja, ich sehe schon das Problem. Wir brauchen Kartoffeln. Ja, müssen wir natürlich mal gucken, wie wir den Spießrutenlauf am besten bauen. Ja. Am besten ist ja, wenn wir am besten irgendwie eine Plattform für uns haben. Ach Mist, Nitrat hat es jetzt alles gebraucht, ne? Wahrscheinlich ja. Hier ist noch eine ganze Menge, dann würde ich mir das einfach mal gerade nehmen fürs Feld. Haben wir irgendwo Lehmboden noch übrig? Lehm habe ich gerade hier mit einem Mensch. Ja, wo müssten wir? Da habe ich gerade schon alles verbraten für die Cobblestones. Ja, hier ist ganz viel Lehm drin. Wirst du aber wahrscheinlich auch brauchen, gehe ich mal von aus, ne? Ja, für die Cobblestones eher schon. Weil sonst hätte ich noch Felder gemacht. Ups, da. Ja, gut. Ja, ich meine, Lehm für die Felder kriegen wir immer, also das. Ja. Ja, ich muss ja eh noch ein bisschen was ausheben, kriege ich auch wieder ein bisschen Lehm. Ja, oder so. Also. Habe ich noch Sand hier? Das passt. Ja, dann schauen wir jetzt mal. Hier gibt es nur ein, zwei Felder, die schon mal wieder leer sind. Weil, weiß ich nicht, warum die leer sind. Dürfte eigentlich gar nicht sein. Hier ist auch noch 441 mal Lehm noch in der einen Schmiede auch noch dran. Ja. So. Ach, wisst ihr, was war das jetzt? Kartoffeln brauchten wir und Oh, ach ja, genau, Mais war's. Mais sollte eigentlich nicht. Das Problem, ich meine, Mais hatten wir doch so viel. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht im Blick. Ja, ich meine, ich habe Mais extrem viel gehabt. Da bin ich sogar ein bisschen zurückgegangen, weil es so viel war. So, muss mal gucken. Ja, Mais kann man nie genug haben.
wir mal machen. Nee, ich meine jetzt im Verhältnis zurück. Da habe ich die Felder für was anderes genommen. Achso. Hier aus. So, schon wieder ein bisschen Beton da. Ach, hier haben wir ja auch noch, Pflastersteine. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott, oh Gott. Das ist doch gut. So. Moment, Zement hat man auch schon ganz gut hergestellt. Das ist schön. Zement? Ja. Ich glaube, wir hatten auch immer voll viel mitgenommen, ne? Ich hatte eben auch noch was aus diesen blauen Säcken oder was. Ja, stimmt. Da hatten wir auch viel abgebaut. Richtig. Nitrat ist ja auch noch ein bisschen da, aber das hattest du, glaube ich, schon gesehen. Ja, da habe ich mir die, genau, da habe ich mir die Hälfte geholt. Ach, hier, Bauplan, Stahlwerkzeuge, die werde ich mir mal nutzen. Mhm. Kenne ich mich noch nicht. Könnte ich ja eventuell schon Stahlwerkzeuge bauen. Doch, kann ich ja garantieren, macht ja dann Sinn. Ja. Stahlspitzhacke. Stahlwerkzeugteile 15. Na, weiß ich nicht, ob wir so viel. Ich meine, wir hatten einiges. Ich meine, wir hatten einiges da. Oh ja, 65. Ja. Easy. Und dann ein bisschen Stahlwerkzeuge machen. Sehr schön. Dim. So viel brauche ich denn? Fünfer extra. 60 Stahl, dann haben wir davon immer genug, ja, immer 60 Stahl aufwärts. Ah nee, ich kann davon keinen Stahl machen, das ist das Problem. Ach so. Ich brauche dafür einen Schmelztiegel. Dann müssen wir mal gucken. Schmelztiegel. Eine Reihe ziehe ich jetzt noch raus. Dann habe ich 5x Feldlänge. Fortgeschrittener Ingenieur. So, kurz gucken. Fortgeschrittener Ingenieur. Ich kann tatsächlich noch was essen. Was stimmt denn nicht mit dem? Schmiedekosten und Geräte, Elektriker, was ist das? Ah, da müsste ich auf Level 5 sein, oder? Das ist Samurai. Das finde ich nicht schön. Ja, kannst du Schmelztiegel, kannst du wahrscheinlich nicht machen, ne? Wo ist denn er? Bei, Ingenieur. Ja, sonst musst du ja einfach nur bei dir im Dings gucken, hier in deinem Menü. Ob du da vielleicht irgendwo... Ingenieur... Moment, das war... Achso, hier unten ja, wahrscheinlich. Also, ob du das Rezept kannst. Ob du es gelernt hast, wahrscheinlich nicht, aber... Rezept. Schmelztiegel, einfach nur Schmelztiegel mal suchen, ob du den hercraften kannst. Nee, das kann ich nicht. Da fehlt mir auch das Rezept. Okay, schade. Und wie viel Stahl haben wir denn hier? 30 brauchen wir. 21. Also eine können wir machen. Was? Hast du eine Axt oder was? Hier eine Stahlspitzhacke könnte ich machen. Achso, da müssen wir sonst noch Stahl finden. Oh, nee, Moment, hier ist noch. Ah! 30? Ja, da reicht das gerade so. Dann reicht das doch. Aber dann müssen wir noch Klebeband. Okay, das müssen wir auch nochmal herstellen. Und was brauchte ich noch? Ich brauchte, glaube ich, noch Leder. Das muss ich auch irgendwo rumschwabbeln. Feld. Jo, Sommer. Dann geht auch nicht mehr so viel. Dann reparieren A. Und ich mache noch ein paar Frames. Septe, Klebeband. Ich glaube, das ist korrekt. So. Ach, Stahlwerkzeugteile logischerweise noch. Ja, Holz und Stahl. Jo, das ist korrekt. Holz und Stahlwerkzeugteile. Alter. Ah, wobei, ich brauche bloß 2. Die Reihe zählt ja dann auch. Hey, wieso kann ich gerade 2? Ach, weil ich pro brauche ich 30. Ich dachte, ich brauche 15 nur. Ach, scheiße. Dann war das nur die...
Die Stahlwerkzeugteile brauche ich ja doch nochmal 30 Stahl. Das ist ungünstig. Das ist ungünstig. Das ist scheiße. Ja. Was ist dann da oben hin? Ach ja. So. Ich glaube zwar nicht, dass es hier reichen wird von den Feldern, die ich machen kann, aber dann habe ich ja schon mal ein bisschen was mehr ausgehoben für die Zukunft. So, da können wir eigentlich mal den Schmodder auch mal einschmelzen. Und zack. Hier bin ich dann schon mal dazu über und werde mal Munition herstellen, weil das brauchen wir wirklich. Ja, das stimmt. Das sieht gut aus. So. Haben wir noch am Rumtüdeln gar nichts gerade? Dann lassen wir das auch mal. 8, 9. Und die Reihe ist voll. Felder kann ich nochmal 3 Stück machen, dann sind aber auch tatsächlich die alle weg. Es werden noch 21 Felder gerade gemacht. Das ist nochmal ordentlich. Da kann man dann noch ein bisschen was anbauen. Scheiße, bleibt auch noch. Kannst du langsam mal die Pistole reparieren? So, mach das doch. Ja, die ist halt bei der Hälfte. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt schon lohnt. Wo hatten wir denn jetzt Nitrat drin? Da oben, glaube ich. Nitrat. So. Ja, da tue ich es dann nochmal rein. Bisschen Leben noch oben drauf. Steine behalte ich noch die. So, okay, wunderbar. Hier war Blei. Okay. Dum, 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 dum. Schön, schön. Der Micha läuft. Hier läuft auch. Achso, genau. Ich wollte mal gucken. Ja. Wo denn hier... Doch, wir haben doch so viel... Mais. Was ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe überhaupt nicht geguckt in die Futterkiste. Ja, knapp 300. 300. Das ist okay, um ein bisschen was zu kochen, würde ich sagen. Ja, fürs Erste. So, das einzige Problem, was jetzt noch besteht, sind halt die Kartoffeln. Das ist blöd. Blöd ich das. Oh, das dahin, was haben wir denn noch? Achso, die Einserbleiber, da die schmelze ich auch mit ein. Das brauchen wir nicht. Ich glaube, das können wir uns schenken. So, ein bisschen Blei. Ja, wir brauchen noch ein bisschen Blei. Blei brauchen wir noch. Ja. Messing, ja, sicherlich auch. Weil ich habe nur noch einen, ich habe nämlich nur 29 von den Geschossspitzen. Das ist nicht viel. Okay, ja. Also müssen wir noch ein bisschen Blei haben. Und wie gesagt, Messing. Kann auch nicht sein, dass wir gar keine Kartoffeln mehr haben. Dann halt nicht. Aber haben wir hier auch nicht mehr viel. Oh Gott. Stein schleppe ich noch mit mir rum. Ich weiß auch nicht warum, aber... So. Würde ich auch mal machen gerade. So, das braucht. Oh ja, das ist schon durch. Okay, eine Minute. Okay. Müsst ja hinkommen ungefähr. So, dann wird da auch was gemacht. Das ist noch dran. Das braucht noch einen kleinen Moment. Und ja, wollen wir schnell einen kleinen Cut machen? Was haben wir schon wieder soweit? Ah, ist schon wieder soweit. Alles ja. Da. Okay. Ja, gut, dann machen wir einen kleinen Break. Ihr seht ja, wir sind ja voll in Action hier am Herstellen, wie die Blöden. Ich denke mal, wir werden mal gucken, ob. Ja, es ist ja schon fast wieder 20 Uhr. Ist der Tag auch schon wieder gelaufen? Ist ja krass. Ja. Dass wir vielleicht am nächsten Tag schon mal anfangen zu gucken, wie wir dann halt die Feralbasis bauen wollen oder unseren kleinen
Ja, kleiner Zombie-Vergnügungspark sozusagen. Und ja, das können wir dann in der nächsten Folge machen. Müssen wir mal schauen. Jo. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ja, dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge 7 Days wieder, wenn wir wieder Dinge tun. Und ja, dann macht es gut und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Genau, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.